Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Ich muss meine Brille hier ausziehen. So geht's besser. Ja, worüber möchte ich heute mit dir sprechen? Ich habe eine Frage an dich. Wie würde dein Leben wohl ausschauen ohne Bewertungen und ohne Be- und Verurteilungen? Wenn du einfach alles ganz neutral sehen könntest. Wie wenn du es zum allerersten Mal siehst. Wenn bei Begegnungen oder Ansichten, die du über dich, über dein Leben, über Situationen, über andere Menschen, was auch immer hast, wenn du das ganz neutral sehen könntest, wie würde dann dein Leben wohl ausschauen? Was würdest du dann machen? Was würdest du dann tun? Wie würdest du dich fühlen? Was würde sich verändern, wenn du dir selbst gegenüber mal im Spiegel begegnen würdest, könntest, ohne Be- und Verurteilungen, wenn du auch dich selbst nicht bewerten würdest, wenn du einfach alles ganz neutral sehen würdest, wie würde dann dein Leben ausschauen? Wenn du keine Prägungen in der Richtung hättest, auf welche Art und Weise du oder wie es funktioniert, Geld zu verdienen, wie es funktioniert, dein Leben zu gestalten, wie es nach unserem Mainstream funktioniert, überhaupt sein Leben zu gestalten, grundsätzlich, wie du sein musst, wie du ausschauen musst, wie du dich deinem Partner gegenüber verhalten musst oder wie dein Partner sich dir gegenüber verhalten muss oder wie Erziehung im Hinblick auf die Kinder ausschauen muss und, und. Wie würde dein Leben da ausschauen, wenn du dich von diesen ganzen Bewertungen und Beurteilungen und Verurteilungen vor allem auch mal lösen könntest, wenn du frei wärst, wenn du völlig bewertungsfrei wärst. Was würde sich da mal verändern? Ich lade dich dazu ein, das mal so auf dich wirken zu lassen. Was kommt da in dir hoch? Was kommt da in dir hoch, wenn du dir vorstellst, wenn ich dich dazu einlade, mal alles bewertungsfrei zu sehen? Denn mit jedem Bewerten und Beurteilen legen wir immer Programme in uns an, in unserem Unterbewusstsein. Mein Beispiel, damit das ein bisschen deutlicher wird, was ich damit meine. Vor vielen Jahren, das dürfte jetzt schon so 15, 16 Jahre her sein, bin ich mal an einem Februarmorgen aus dem Haus. Es war ein bisschen stürmisch, so wie es bei uns heute hier draußen auch ist. Also es hat überwiegend geregnet. Von der Temperatur her, es werden, ja, im einstelligen Bereich war es auf jeden Fall 7, 8 Grad gewesen sein, nicht mehr. Und der Nachbar steht da im strömenden Regen mit einem Regencape und wäscht sein Auto. Und dann ist man ja dazu geneigt zu denken, bei den Temperaturen steht er im strömenden Regen draußen und wäscht sein Auto. Der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Das ist so eine Tendenz, die da schon mal ansatzweise in einem hochkommen kann. Und so legt man dann einfach ein Programm an, diesem Menschen gegenüber. Und jedes Mal, wenn der Mensch einem begegnet, kommt so, ploppt diese Datei auf, die dann im Unterbewusstsein angelegt ist. Der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Und man hat ein Programm angelegt, man bewertet und beurteilt die Person im Hinblick auf ihre Verhaltensweise, in dem Falle bei strömendem Regen und einstelligen Temperaturen das Auto zu waschen. Ich kann aber auch hingehen und kann zum Beispiel auch eine Bewertung und Beurteilung anlegen, indem ich denke, ist ein lustiger Naturbursche, der ist ja mal gut drauf, steht bei einstelligen Temperaturen da und wäscht sein Auto und mich darüber lustig machen. Geht auch. Jedes Mal, wenn der Nachbar mir dann begegnet, dann denke ich in diese Richtung. Lustiger Naturbursche. Ist bestimmt ganz toll, in seiner Nähe zu sein. Der ist ja einfach gut drauf. Wenn wir da einen Abend gemeinsam verbringen mit unseren Familien, wird das lustig. Ich kann aber auch hingehen und die Entscheidung treffen und dann nichts bewerten und beurteilen und ihn so lassen, wie er ist, ohne irgendein Programm anzulegen, wie er ist, ein lustiger Naturbursche oder jemand, ja, flapsig ausgedrückt,
der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, der vielleicht neben der Spur läuft oder wie auch immer das in deinem Sprachjargon dann eben genannt wird. Und kann das einfach ganz neutral sehen und kann da gar nichts zu be- oder verurteilen. Er wird seine Gründe haben, fertig. Wenn ihm danach ist, jetzt das Auto zu waschen, dann ist ihm einfach danach. Oder wenn wir Menschen sehen, ich sage jetzt mal so, gerade so meine Generation ist so ein bisschen dazu geneigt, wenn wir Menschen sehen, die, was weiß ich, die Haare grün, blau, gelb, keine Ahnung, wie gefärbt haben, da irgendwelche Be- oder Verurteilungen von uns zu geben, wie dieser Mensch wohl ist. Also auch sowas einfach ganz neutral zu sehen, ohne irgendeine Be- oder Verurteilung. Und indem wir immer Dinge bewerten, auch Menschen, die sich uns irgendwie gegenüber verhalten, wo es auf Resonanz in uns stößt und es irgendwelche Gefühle auslöst, sei es Wut, sei es Hass, sei es Ärger, was auch immer. Selbst wenn wir da einfach mal sagen, ich bewerte gar nichts, so wie der sich jetzt mir gegenüber verhält, so verhält er sich fertig aus, ich bewerte überhaupt nichts. Oder das andere klassische Beispiel, wir sind auf einer Familienfeier oder das Beispiel Beerdigung und man unterhält sich gerade so im Familienkreis mit den Menschen, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat. Und auf dem Heimweg ist man dann auch dazu geneigt, außerhalb der Runde dann mit seinem Partner, mit der Familie über den einen oder anderen zu reden und ihn auf irgendeine Art und Weise in eine Kiste, in einen Kasten zu stecken und auf irgendeine Art und Weise zu bewerten oder zu beurteilen. Und da legen wir jedes Mal Programme an und da haben wir ganz viele Programme in uns, wie eben das Leben ausschauen sollte, wie das Geldverdienen ausschauen sollte, wie der Schulabschluss ausschauen sollte, wie wir uns kleiden sollten und, und. Also schwimmen da an so einem gewissen bewertenden Mainstream mit, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und wenn wir uns dann eben selbst auch im Spiegel anschauen, sind wir auch dabei, uns selbst zu be- und verurteilen, dass die Haare jetzt nicht richtig hocken oder das T-Shirt, die Bluse nicht richtig sitzt oder da schon wieder ein Fältchen dazu gekommen ist oder keine Ahnung was, ein Haar absteht, was auch immer. Wie wäre es, ich lade dich dazu ein, mal da hineinzufühlen, wie es wäre, wenn du nichts mehr be- und verurteilen würdest. Wenn du wirklich absolut alles und so auch dich selbst so sein lassen könntest, wie es ist und auch wie du bist, wärst du dann deiner eigenen Persönlichkeit, deinem Seelenplan ein großes Stück näher, weil du dich selbst dann eben auch sehen könntest, ohne Bewertung und Beurteilung, nämlich ganz neutral, ganz authentisch, so wie du bist und dich so auch anerkennen könntest, so wie du eben bist, würde es dir dann leichter fallen, deinen Seelenplan wirklich zu entdecken und zu leben, weil du alles andere drumherum um deinen Seelenplan eben auch neutral sehen könntest, ohne Be- und Verurteilung, ganz neutral. Und würdest du dann eher einfach deinen Weg gehen? So ganz authentisch, wie es dich ausmacht. Lass es mal auf dich wirken. Beobachte mal, was dein Kopf, dein Denker dazu sagt. Denn was der dazu sagt, das ist auch interessant einfach zu beobachten im Hinblick darauf, was es in dir denkt, wiederum an Bewertungen, dir selbst gegenüber, vielleicht auch mir gegenüber. Oder eben anderen Menschen und Situationen und dem Leben gegenüber. Und das, was dann eben aufkommt an Gedanken, diese Glaubenssätze, diese Prägungen, die kannst du dann umwandeln und dich so auf den Weg begeben, künftig bewertungsfreier unterwegs zu sein und dich darin zu üben. Also mir gelingt es natürlich bis heute nicht, trotzdem ich ja jetzt schon lange in der Richtung unterwegs bin, alles immer bewertungsfrei zu sehen. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wo ich am Bewerten und Beurteilen bin. Aber je länger man sich da in der Richtung an die Hand nimmt und je öfter an die Hand nimmt, umso rascher merkt man es natürlich und kann sich dann einfach nochmal lösen von Bewertungen und Beurteilungen. Und dann wird vieles, vieles viel, viel leichter im Leben.
und vieles kommt einfach in den Fluss. Und das ist deshalb auch so hilfreich für dich, dieser Hinweis mal zu beginnen, dich zu lösen von Bewertungen und Beurteilungen und in Programme reinzugehen und so deine Einzigartigkeit zu entdecken und damit eben auch deinen Seelenplan zu entdecken und den zu leben. Okay? Hinterlass mir gerne mal einen Kommentar, was das jetzt mit dir gemacht hat, diese Gedankenansätze. Bin gespannt. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.